Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex hat den zweiten Handelstag in Folge mit deutlichen Gewinnen abgeschlossen. Der DAX legte wie schon am Mittwoch von Beginn an kräftig zu und baute sein Plus im Laufe des Tages immer weiter aus. Am Ende ging der DAX fast 2% höher mit 12.843 Punkten aus dem Handel. Blicken wir damit nach Frankfurt zu meiner Kollegin Johanna Krämer. Ja, der DAX hat mit zwei starken Handelstagen die schwache Performance vom Dienstag mehr als ausgeglichen. Geht's heute so positiv weiter, Johanna? Schönen guten Morgen hier aus Frankfurt, lieber Andi. Das ist zumindest wünschenswert. Laut den ersten Berechnungen wird der DAX etwas auf der Stelle treten. Das heißt, wir gehen davon aus, dass der Leitindex über der Marke von 12.800 Punkten in den Freitag starten wird. Und du hast es gerade schon angesprochen, diese Achterbahnfahrt, die wir in dieser Woche an der Börse hier gesehen haben, ja, die kann einem schon wirklich schwindelig werden lassen. Am Dienstag noch der tiefste Stand seit November 2020. Zwei Tage Erholung waren dann angesagt, wie wir tatsächlich auf Wochenbasis rausgehen. Das bleibt noch abzuwarten, aber aktuell sieht es tatsächlich so aus, als wäre es knapp 0 auf 0. Die Vorgaben sind gar nicht mal so schlecht für einen dritten Erholungstag. Dementsprechend hatten wir in Asien alle großen Indizes deutlich im positiven Bereich. Gerade in Japan kann der Nikkei ordentlich performen. Hier haben wir ein Plus von 0,6%, der Hang Seng 0,1% im Plus und der Shanghai Composite 0,2% im positiven Bereich. Ja, und an der Wall Street gestern, da setzte man in das Vertrauen der Federal Reserve, was die US-Wirtschaft angeht. Man hat ja noch mal mit den Fed Minutes vor zwei Tagen bekräftigt, dass man die Zinsen weiter anheben möchte. Das könnte man natürlich auch als Schwäche des Aktienmarkts auslegen, als Reaktion auf die Zinsanhebung. Aber man sagt hier, naja, wenn die Fed tatsächlich der US-Wirtschaft das zutraut, dann haben wir dieses Vertrauen ebenfalls. Und der Dow Jones konnte sich mit einem Plus von 1,1% und 31.385 Punkten aus dem Handel verabschieden. Heute liegt der Fokus dann natürlich am Nachmittag auf den US-Arbeitsmarktdaten, die ein weiterer Hinweis für die US-Wirtschaft sein werden. Also es bleibt spannend. Vielen Dank, Johanna. Ja, soweit also der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zur Marktidee, die ist heute Zalando. Die Aktie von Zalando hatte im Zuge der Corona-Krise eine imposante Rallye hingelegt. Vor einem Jahr markierte das Papier sein Allzeithoch. Im Anschluss kam es zu einer Trendumkehr, der Kurs rutschte deutlich ab. Zuletzt bewegte sich die Aktie seitwärts. Aus technischer Sicht drückt jetzt eine Marke auf der Oberseite in den Fokus. Schafft der Kurs den Sprung darüber, wäre der Weg zu vier weiteren Zielzonen frei. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie wie gewohnt unter www.ideas-daily.de. Das war die letzte Ausgabe von Ideas Daily TV für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse und schönes Wochenende und bis Montag.